Hallöchen, hier ist wieder euer Hotdog und ich begrüße Sie wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Genau, und wir sind hier wieder bei den Sims gelandet. Und ich glaube, du siehst schon, worum es heute in der Folge geht. Und zwar besprechen wir mal wieder eine neue Themenwelt, die wir hier auf der Welt erschaffen möchten. Und zwar handelt es sich natürlich um den Wilden Westen, den wir hier so ein bisschen bauen möchten. Und zwar bauen wir daraus auch eine Stadt, und zwar die Blutbadschlucht von Springfield. Aber keine Angst, der Name ist nicht so gefährlich, denn darunter hängt noch ein weiteres Schild. Das müssen wir natürlich auch nochmal durchlesen. Und zwar steht hier die freundlichste Stadt im Alten Westen oder Wilden Westen, kann man ja schreiben, wie man möchte. Und die wollen wir bauen. Das ist, so sag ich mal, was mehr für Touristen. Also hier vorne, ich habe schon ein bisschen mir den Parkplatz hier hingebaut. Auch schon so die kleine Fläche, wie ich mir, sag ich mal, hier das Gebiet gestalten möchte. Und hier hinter wird dann die Stadt entstehen. Ich habe hier erstmal so einen kleinen Bogen gemacht. Das soll so ein bisschen die Straße symbolisieren. Dass wir, sag ich mal, hier vielleicht so eine Ecke machen. Vielleicht machen wir auch mir die Straße noch anders. Muss man immer gucken, wie man das Ganze macht. Aber du siehst ja, ich habe noch keine Gebäude gemacht. Das hat auch einen Grund, weil ich möchte gerne diese Stadt mit dir zusammen planen. Und zwar die Blutbadschlucht ist ja auch aus einer Folge des Simpsons. Die blende ich dir einmal ein. Kannst dir gerne die Folge angucken und dann vielleicht was vorschlagen, wenn du dann genau weißt, was da für Gebäude in der Stadt sind. Aber wir bauen nicht unbedingt nur Sachen aus dieser einen Folge. Es gibt ja auch noch mehrere Folgen von den Simpsons, wo Cowboys und Indianers oder so Städte oder sowas vorkamen. Und da kann man natürlich auch vorschlagen, ich möchte hier gerne das haben oder das haben. Oder vielleicht gibt es auch was in der Spiele-App, weil da gab es auch mal so ein, sag ich mal, so ein Western-Update, wo auch ein paar Gebäude und sowas ins Spiel hinzukamen. Vielleicht möchte man damit anfangen. Naja, ich weiß selber noch nicht, wie ich jetzt hier wirklich die Stadt anfangen möchte. Ob ich jetzt hier vorne in der Ecke anfange oder da hinten. Kommt immer darauf an, was das für Gebäude sind. So wie beispielsweise ein Saloon oder ein Sheriffs Haus. Das würde ich nicht gleich hier vorne ranbauen. Das würde ich mir so in die Mitte setzen, also in der Mitte setzen. Oder Saloon hier am besten so eine Ecke. Ah, da muss man mal gucken, wie man sich das Ganze macht. Jetzt denkt der eine oder andere, hey, warum fängt es jetzt auf einmal mit so einer Westernwelt an? Das hat alles einen Grund. Ihr wisst ja immer, wenn ich selber was mache, dann hat das immer einen Grund. Entweder gucke ich gerade irgendwelche Serien ganz aktiv oder ich gucke gerade Filme und denke, oh, das möchte ich mehr so ein bisschen machen oder sonstige Sachen. Also eigentlich hat es immer was zu tun, was ich gerade so an sich aktiv immer mache und dann möchte ich das auch machen. Und zwar hat das hier einen Grund, das hat jetzt nicht irgendwie eine Folge, also so ein Film oder Serien, das hat was zu tun mit einem Spiel, was diesen Monat kommt. Und zwar am 26.10. kommt Red Dead Redemption raus und ich bin da richtig gehypt drauf, denn Red Dead Redemption war ein Spiel, womit ich angefangen habe. Bei 360 habe ich damals zuerst Red Dead Redemption gezockt, das war mein allererstes Spiel und seitdem bin ich davon echt gefesselt. Und jetzt kommt Teil 2 raus und das muss unbedingt gespielt werden, würde ich sagen. Und da dachte ich mir einfach so, passend dazu bauen wir in Minecraft eine Westernstadt. Und in Springfield bietet sich das gerade an, von daher dachte ich, hey, komm, machen wir das einfach mal. Haben wir wieder eine neue Themenwelt, die wir hier auch bauen. Ich versuche das Ganze auch aktiv zu bauen, nicht so wie bei unserem Hafen, wo immer so ab und an was kam. Hier wird einmal am Stück das Ganze durchgezogen, damit wir hier auch das Projekt eigentlich sauber auch abschneiden können und beenden können dann auch. Aber hier wird einiges gebaut werden, würde ich mal sagen. Hier können wir uns richtig frei entfalten. Vielleicht auch ein paar Postkutschen, vielleicht auch ein Bahnhof mit einem Zug und sowas. Könnte alles so ein bisschen machen. Vielleicht könnte man das auch mit dem Berg ein bisschen verbinden. Da muss man mal gucken, wie man sich das Ganze macht. Also ich habe viele Ideen und bin schon sehr gespannt drauf. Ich werde hiermit auch erst am Wochenende anfangen. Also wenn das Video heute kommt oder ich denke mal, es kommt heute, dann ist noch ein paar Tage hin bis zum Wochenende. Aber erst dann fange ich an. Von daher könnt ihr eure Ideen mit rein hauen, also wie wir die Stadt am besten anfangen sollen. Und dann gucke ich mal, wie ich mir das hier umsetze dann am besten. Ach, ich bin schon gehypt auf Red Dead. Ah, warum könnte es nicht jetzt schon draußen sein? Na gut. So, dieses Video ist dann jetzt hiermit vorbei, würde ich sagen. Wir gucken mal, wie wir denn die Stadt anfangen. Ich möchte das Video nicht so allzu lang machen, soll ja nur so ein kleines Ankündigungsvideo sein. Aber an sich ist das hier alles. Achso, noch eins füge ich hinzu. Also diesen Parkplatz, den ich hier schon gebaut habe, der ist aus den Simpsons, also so ein bisschen eine Treue möchte ja schon alles hier bleiben, also soll ja nicht so unbedingt zu doll Red Dead Redemption hier sein. Also zeige ich dir noch kurz so ein Bild. Ich glaube, das habe ich noch nicht gemacht, aber hier, zack, puff, das Bild vom Parkplatz aus der Folge so ein bisschen. Da sieht man auch gleich, vielleicht sollte ich den Bogen oben, wo die Schrift drauf steht, etwas größer machen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob der so reicht oder ob man die noch vielleicht so um 4 Blöcke erhöhen sollte. Ha, da weiß ich nicht so ganz. Na, vielleicht weißt du das ja. Oder du siehst das besser als ich, ob ich jetzt hier das noch ein bisschen höher machen sollte. Ja, ansonsten war es das Ganze hier. Ich freue mich drauf aufs Wochenende. Aber keine Angst, vor dem Wochenende kommt noch ein anderes Tutorial. Hat sich einer gewünscht. Ich hoffe, er wird sich freuen darüber, wie ich das umgesetzt habe. Stelle ich mich hier vorne Safety hin. Warte, so, Safety hingestellt. Ja, Safety hingestellt. So, okay, dann heißt das einfach, ich stehe Safety. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder, denke ich mal. Und dann haust du rein. Und du weißt ja, ich sag jetzt Tschüss.